Swarovski Optik hat sich mit der Entfernungsmessung beschäftigt, um einen der wesentlichen Kundenanforderungen zu erfüllen, das präzise Treffen. Nachdem wir die ersten monokularen Rangefinder auf den Markt brachten, stand sofort fest, dass diese Technologie auch in einem Fernglas nicht fehlen darf. Als ich bei der Swarovski Optik anfing, wurde ich gefragt, welches Produkt fehlt eigentlich bei uns in der Produktpalette? Und mir war klar, es ist ein Fernglas mit Entfernungsmesser, weil ich dies schon für meine eigene Passion, die Jagd, benötige. Dass die Integration der Entfernungsmessung in ein Fernglas solche Herausforderungen darstellt, dachte ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Ein Fernglas an sich ist nichts Neues, ein handelsüblicher Entfernungsmesser auch nicht. Aber die Kombination aus unserem Top-Fernglas, dem EL Swarovision, und dem leistungsfähigen Winkel- und Entfernungsmesser, ohne Kompromiss auf die optische Leistung und Ergonomie, das ist die richtige Herausforderung, die wir uns gestellt haben. Nicht nur für die Produktentwicklung und Produktion, auch für die Fertigungstechnik und Vorrichtungsbau war das Neuland, was wir betreten haben. Der EL Range besteht aus 270 Einzelteilen und das unter 900 Gramm, alles verbaut auf engstem Raum. Zum Verbauen von diesen filigranen Einzelteilen brauchen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit und Konzentration. Es ist über das handwerkliche Geschick auch gefordert, dass sie ihr Mitarbeiter-Know-how einbringen, Ideen und Verbesserungen mit einfließen lassen. Und so gelingt es uns, Durchlaufzeiten zu senken, somit Wartezeiten für den Kunden zu reduzieren.